Hallo und willkommen bei Stay and Play und heute mit einem neuen Spiel, Super MechBot. Das ist ein 2D-Plattformer von Team 17 und das Spiel spielen wir heute natürlich auf dem PC, wo denn sonst, mit Controller dieses Mal auch mal. Und das Spiel ist aber auch noch verfügbar auf der Switch. Ich habe jetzt auch schon mal die Metacritic angeschaut, also das Spiel ist am 22. Juni 2021 rausgekommen. Die Metacritic ist aktuell noch bei knapp 2 Testern und 80 Punkten. Also auch gar nicht mal so schlecht. Deswegen, das Spiel erinnert mich sehr stark an Celeste. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder nicht. Ist auch ebenso ein 8-Bit-Plattformer mit... Okay, ich denke mal, hier wird es nicht ganz so eine gute Story sein wie bei Celeste, aber dennoch, das Gameplay hat mich wirklich bei Celeste sehr überzeugt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Super MechBot ist. Jetzt wirklich von den Demos, die es schon gab, sah es ganz gut aus. Ich habe es persönlich nicht gespielt, aber wir werden es ja natürlich gleich sehen. Hier können wir die Welten aussuchen. Wir starten bei Magterra. Okay, das Ganze ist levelbasiert. Und wir müssen uns durch die verschiedenen Level kämpfen, wie ihr hier seht. Hier in der ersten Welt von Level 1 bis Level 27. Level 27 sieht mir aus wie ein Boss. Also gibt es hier auch Bösse. Wir lassen uns mal überraschen. Himmel, was war das? Noch jemand, der unseren Planeten ausbeuten will? Psst, Chloro, er hört dich noch. Das wird wahrscheinlich ich sein, der Super MechBot. Sei gegrüßt, Fremder. Willkommen auf unserem bescheidenen Planeten. Wir hatten schon ewig keinen Besuch mehr. Was führt denn einen Tekianer wie dich hierher? Ich bin ein Tekianer, ich weiß nicht, was das ist, aber wir werden es vielleicht herausfinden. Verstehe. Ich habe zwar nichts gesagt, aber okay. Du suchst die uralten Planetenfragmente von Magterra, aber was willst du denn damit? Ich habe dir gesagt, wie... Tschak-tschika, habt ihr den Sprung gesehen? Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Dance-Move ist. Was? Ein bösartiger Asteroid will unser ganzes System verschlingen? Das ist ja furchtbar. Warum hast du das nicht eher gesagt? Dann dürfen wir keine Zeit verschwenden. Wir helfen dir bei der Suche nach den Planetenfragmenten. Dieser Maxeroid kriegt unseren Magnetia-Stern auf keinen Fall. Komm mit! Gerne, gerne. So, was haben wir hier? Sind es die ersten Gegner oder sind es die ersten Freunde? Das sieht aus wie ein Gegner, muss ich ganz ehrlich sagen. Da seid ihr, meine kleinen weichen Freunde. Habe ich gerade Planetenfragmente gehört? Die gehören mir. Sie besitzen gewaltige Macht und ich will sie alle. Oh nein, das ist aber wahr. Wer auch immer es ist. Sei vorsichtig, MechBot. Er ist das leibhaftige Böse. Heieieiei. Vielen Dank für das nette Kompliment. Ich muss ehrlich sagen, das Lesen fällt mir echt schwer auf einem großen Monitor mit 8-Bit-Grafik. Aber wahrscheinlich einfach zu verwöhnt. Watching, Käfig. Wenn du deinen Freund wiedersehen willst, bringst du mir besser die Planetenfragmente. Ho, ho, ho. Nochmal Magic Kugel. Brücke fragt. Oh nein, jetzt ärgere ich mich. Bin ja kein super Roboter, der einfach drüber springen kann anscheinend. Keine Sorge, MechBot. Die Brücke ist zwar zerstört, aber unser Planet ist voller Schleichwege. Aha. Wir zeigen dir einen anderen Weg, aber du brauchst deine Magnetkräfte. Okay. Ich habe Magnetkräfte. Gut zu wissen. Ich hoffe, deine beiden Magnetfarben sind einsatzbereit. Blau und Rot. Sehr einfallsreich. Wir sind anscheinend mit Kräften ausgestattet. Wir haben Magnetismus. So, Magterra Level 1. Jetzt geht's eigentlich erst los. Links unten sieht man sogar einen Timer. Wow, wow, okay. Also, was muss ich hier machen? Ich glaube, ich gehe erstmal zum Fragezeichen. Okay, roter Magnet. Ziele auf den Magneten. Roten Strahl abfeuern. Okay. Gleiche Farbe, Anziehung, blauer Magnet, ziele auf Magneten, okay. Das heißt, wenn ich rot auf rot mache, zieht er mich an, wenn ich blau auf rot mache,
falsch umgedacht. Genau andersrum, logischerweise. Ich kann auch aufladen, okay? Oh Gott, Alter, das ist ja... Okay, also wenn ich rot auf rot mache, stößt es mich ab. Wenn ich rot auf blau mache, zieht es mich an. Und genau umgekehrt, logischerweise bei blau, okay. Also easy. Jeder checkt. Ich hoffe, ja. Ich kann echt nicht springen, ne? Also das ist das Einzige, was ich machen kann hier. Zeit, neue Bestzeit. Das ist, glaube ich, eine echt beschissene Zeit. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ich versuche jetzt bei den nächsten Leveln einfach mal schneller zu sein. Ich muss jetzt merken, was ist. Ich glaube, das ist blau, rot, blau, rot, blau und rot. Jetzt geht es ein bisschen schneller vorwärts. 8,85, neue Bestzeit. Okay, das klingt aber auch wirklich nach ein bisschen Bestzeit. Level 1, 3. Oh Gott, das war der falsche Knopf. Ups. War das echt der falsche Knopf? Achso, rechts ist... Okay. Also man kommt hier relativ schnell... Okay, das war echt blau. Wow. Ja. Oh Gottes Willen. Also, wenn jemand entspannen will und einfach nur den Kopf abschalten will, falsches Spiel. Hier muss man wirklich überlegen, ob man links drückt oder rechts drückt. Gelb sag ich schon, seht ihr? So verwirrt ist man auf einmal. Rot oder eben blau. Okay. Zack, zack. Blau. Und man muss ja noch steuern, ne? Also nicht nur drücken, sondern... Eieieiei. Aber ich glaube, ich komme... Man muss sich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und dann klappt das Ganze, glaube ich, schon. So, rot. Boah. So, man muss ja auch die richtige Richtung angeben, weil sonst... so wie hier stirbt man einfach. Aber finde ich gut, dass sie die Levels wenigstens leicht erstmal aufbauen, dass man sich ein bisschen dran gewöhnen kann. Ey. Ich muss einfach höher springen. Und dann geht es eigentlich. Level 1,5. Okay, geschafft. Level 1,6. Okay, es wird ein bisschen schwieriger. Okay, die geben mir auch einen Scheißdreck an Tipps. Ich muss rot. Ich muss anziehen. Also blau. Oh Gott, jetzt fängt es an mit dem Anziehen. Okay. Uiuiui. Okay, rot. Blau. Check. Eieiei. So, Moment, ich habe eigentlich gedacht, ich kann eigentlich echt mein Gehirn ausschalten, aber... So, ich muss, glaube ich, mich hier ein bisschen mehr anstrengen, als eigentlich ursprünglich gedacht. So, rot, blau. Ach du Scheiße. Blau, rot, rot. Und am Ziel. Man kann, glaube ich, wenn man in der Luft ist, jeweils zweimal rot und zweimal blau einsetzen, was ich jetzt oben gesehen habe an den Feldern. Wenn ihr mal links oben und rechts oben schaut, dann seht ihr das. Springen kann ich nicht, das heißt, ich muss genau solchen coolen Jump machen. So einen nicht am besten. So, es muss schon irgendwie drauf sein, ne? Weil sonst klappt das, glaube ich, nicht. Ich kann mich, glaube ich, sogar ranziehen und dann abstoßen oder einfach runterfallen. Okay, ich glaube, ich denke einfach zu kompliziert. Ich muss einfach... Oder ich denke nicht kompliziert genug, eins von beiden. Das weiß keiner. Ich glaube, ich muss echt einfach den Winkel vergrößern. Ich glaube, ich kann mich ein bisschen in der Luft halten. Das habt ihr gerade gesehen. Okay. Das muss ich, glaube ich, hier auch machen. Ja. So, hier auch. Anlauf nehmen. Tot. Alter Schwede. Ich habe nicht gedacht, dass das Spiel so komplex sein wird. Aber ich glaube, ich muss mich echt mit blau ranziehen. Oder ich mache einfach Doppeljump. Zack und... Oder auch nicht. Okay, ich probiere einfach, ganz ehrlich, das kann gar nicht so schwer sein. Ich muss... das war nicht gut gezielt. Ich muss einfach aufhören zu sterben, schon mal das. Es wird irgendwie nur schlechter, oh Gottes Willen. So, bisschen Konzentration wieder. So, und weiter geht's. Nein, du das doch nicht. Kann ich mich eigentlich ranziehen? Warte mal, das will ich jetzt mal sehen. Ich glaube, jetzt habe ich es rausgefunden. Ich kann mich auch ranziehen. Und ich glaube, das ist dann wesentlich einfacher. Also immer ein bisschen umdenken. Es gibt immer zwei Varianten. Entweder wir stoßen uns ab oder wir ziehen uns an. Wo bin ich jetzt überhaupt da? Bin ich okay. Blau und blau. Habe ich jetzt gelernt. Eieiei. Hat er irgendwelche neuen Tipps? Nein. Die sind echt hilfreich wie ein Stück Holz, ganz ehrlich. Achso, hier muss ich mich, glaube ich, jetzt wieder ranziehen. Wow. Falsche Richtung.
komplett falsche Richtung. Okay. Denk nach. Ich muss so machen. So, okay. Jetzt muss ich mich abstoßen, aber dann wieder ranziehen, okay? Es klappt, es wird besser. Habe ich das Gefühl auf jeden Fall. So, Level 13. Wir hatten, glaube ich, 27 hier generell. Das heißt, blau war anziehen, das war jetzt schlecht. Aber ich muss mich hier dann anziehen. Blau. Wow, ich glaube, ich muss hier aufladen, weil sonst wird das, glaube ich... Mann. Also man muss hier wirklich viel... Ach, oben ist auch noch ein rotes. Mensch, na. Einfach nur blind, glaube ich. So, ranziehen. Wegstoßen. Nein. Wow, das war noch knapp. Jetzt wegstoßen. Nein. Wegstoßen, ranziehen. Und wir sind am Ziel. So einfach kann es gehen. Level Nummer 11. Wir sehen irgendein Special. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber wir werden es gleich herausfinden, hoffe ich. Plus 1. Plus 1 was? Keine Ahnung. Oder ich muss die aufsammeln, bevor ich überhaupt dahin gehen kann. Wow! Ich habe es zwar gut gedacht, wisst ihr, aber es war leider nicht gut genug. Ach, das war schon wieder der falsche Knopf. So, denken. Blau und dann nochmal blau. So, klappt auch. Okay, 1, 2 eingesammelt, ich weiß nicht. Stern, ach, das sind die Sternfragmente. Okay, jetzt habe ich 2 eingesammelt. Ich weiß nicht, wie viel das insgesamt gibt. Aber es waren jetzt eigentlich auch die ersten, die ich hier gesehen habe. Das heißt, wupp, eingesammelt, okay. So, muss hier echt ein bisschen aufpassen. Da oben ist noch einer, nicht übersehen. Komme ich da hoch? Nee. Ich glaube, ich muss wirklich von hier da hochgehen. Oder ich muss... Das war der falsche Knopf. Also auf jeden Fall nicht sterben. Das ist gar nicht mal so einfach mit der Steuerung hier. Okay. So, das heißt dahin. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Ich kann mich ja theoretisch abstoßen, aber das, ich komme nicht hoch genug, ne? Seht ihr? Und was, wenn ich... Nee, das klappt gar nicht. Das klappt nicht. Hm. Und jetzt? Was ist der Masterplan? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Aber vielleicht... Ich will jetzt keine Ausrede verwenden, aber vielleicht kommen wir da gar nicht jetzt hoch. Falls ihr versteht, was ich meine. Aber wenn ich mich jetzt anziehe, bin ich, glaube ich, tot, ne? Oder? Habe ich jetzt einen Doppeljump gemacht? Ich habe keinen Doppeljump gemacht. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Nein! Okay. Ist mir jetzt eigentlich vollkommen egal. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich will die Levels erstmal schaffen. Und dann kann ich vielleicht immer noch schauen, ob ich die Sternfragmente einsammle. Das war eine neue, beschissene Bestzeit. Okay. Einfach mal hoch. Nein, das war wieder falsch. Ich muss mich hier ranziehen. Das war schon richtig, aber es war nicht gut genug. Alter Schwede. Hier braucht man auch echt Timing. Also ich muss ehrlich sagen, Celeste war für mich ein bisschen leichter. So, wie komme ich denn da hoch? Also, sorry. Also ich lasse mich jetzt fallen und dann... So? Das ist das Einzige, was ich mir echt vorstellen kann, wie ich da überhaupt hochkommen kann. Das war richtig, aber war richtig schlecht. Eieie, okay. So, wir versuchen es jetzt nochmal. Nein. Also man muss hier echt mit dem Kopf dabei sein, sonst hat das alles keinen Sinn. So, abstoßen, ranziehen. So, jetzt bin ich hier. Ich komme da gar nicht anders, oder kann ich? Oh, nein, ich kann mich logischerweise nur von den Feldern abstoßen. Es bringt ja nichts, wenn ich mich einfach im Stehen abstoße. Hoppa, das war knapp. Nein. Jetzt reicht's, ist mir jetzt eigentlich egal, ganz ehrlich. Ich laufe jetzt einfach mal durch. Oh, aber den kriege ich. Den kriege ich nicht. Doch, den kriege ich. Also den unten, den will ich auf jeden Fall bekommen, weil ganz ehrlich, der da oben, keine Ahnung, was das für ein tricky Part sein soll, aber der da unten ist eigentlich möglich. Und das wäre eine Schande, falls ich den nicht bekomme, ganz ehrlich. Schande! Eieieiei, okay. Neuer Versuch. Wir schaffen das. Nein. Man braucht nur ein gutes Timing. Ja, ich weiß, das habe ich schon mal gesagt. Und nein, ich habe das noch nicht gut gemacht. Aber
Wir sind zuversichtlich, dass es vielleicht doch gleich klappen könnte. War besser. Es war besser, aber es war leider noch nicht gut genug. Wir versuchen es jetzt noch einmal. Nein. Okay. Ich weiß nicht, wie ihr immer da drauf seid bei solchen Spielen, aber ich, bei mir wird echt der Ehrgeiz geweckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, ich will das echt unbedingt immer schaffen. Aber ich glaube, jetzt komme ich von hier gar nicht mehr. Ach. Bin ich aus Versehen reingelaufen, aber ist mir jetzt auch egal. Ich muss ja die Sternfragmente irgendwann später sammeln, wenn ich mal ein bisschen besser geworden bin. Aber ich komme langsam mit der Steuerung ein bisschen. Ja, okay, das. Also Steuerung generell, ja, ist besser geworden. Dass ich jetzt das nicht geschafft habe, klar, das ist ein bisschen tricky gewesen. Zack, alles eingesammelt, relativ schnell. Ich bin stolz auf mich, wenigstens in dem Level. Level 15. Okay, was mache ich denn hier? Ich kann mich nur. Ja. Ich kann ein bisschen in der Luft schweben, habe ich ja herausgefunden. Und habe nur nicht in Panik geraten, weil sonst. Seht ihr, was passiert? Ja, toll. Also, die Teile zerbrechen auch. Das ist. Ich glaube, ich muss da gar nicht schießen. Ich glaube, ich komme da einfach so rüber. Ja. Okay, jetzt langsam. Das war zu langsam. So. Nein, das kann ich mich gleich beerdigen lassen. Okay, die Ruhe bewahren. Falscher Knopf. So, komm schon. Man muss halt gleich wieder zurückdrücken. Nicht, dass man zu nah. Ja, perfekt. Okay. So, abstoßen. Ranziehen. Und einfach rüberlaufen, glaube ich. Ja. Alter Schwede, ich glaube, ich überlebe das nicht. Wenn ich das jetzt mache, ich überlebe das echt nicht. Ja, ich hab's geschafft. Scheiße. Ey, kennt ihr das? Ganz ehrlich, ihr schafft es. Den schwierigsten Part schafft ihr und das leichteste. Ich muss einfach nur noch rübergehen. Beziehungsweise einfach nur auf dieser Kack-Plattform landen. Und was passiert? Ich schaff's nicht. Okay. So, wie schaffe ich es jetzt nochmal? Ich glaube, ich mach's echt vorsichtig. Ja. Perfekt. Ha! Ha! So geht das nämlich hier. Wo bin ich? Ich bin oben. Was ist das für ein fancy Teil? Okay, ist anscheinend ein blaues Feld. Nur, logisch, ich muss ja da drauf zugehen. Ist ein blaues Feld, das ich einfach durchqueren kann. Das heißt, ich muss immer bei Rot-Blau drücken und bei... Kommt davon, wenn man versucht zu reden und zu spielen. So, blau, 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 rot. Aber komme ich da hin? Ich komme einen Scheißdreck dahin. Taucht die Wand wieder auf? Nein, okay. Deswegen weiß ich nicht mehr, wie ich da hochkommen soll. Pff, keine Ahnung. Tschüss. Gehen einfach mal weiter. 1 von 16, okay. Ich will auf jeden Fall diese Welt erstmal packen. Okay, wir haben hier einen Stab da. Und wir haben einmal den Tod. Scheiße, ich war schon wieder falsch Knopf. So, hier brauche ich rot, hier brauche ich blau, meine Freunde. Okay, was mache ich aber dann? Ich kann, glaube ich. Ha! Scheiße. Es war echt gut gedacht, aber die Ausführung ist halt. Ich weiß gar nicht, wie ich dann da hochkommen soll. Okay, ich muss mich abstoßen. Hier abstoßen. Ich komme da gar nicht drüber. Außer ich fall durch. Ja, ich muss es so machen. Ich check's. Weil das sind eigentlich hier die coolen Rätsel. Zwar, wie komme ich an dieses Fragment? Und ich glaube, ich weiß es. Ich muss durchfallen und dann mit dem Roten da hoch. Aber das, dann verrecke ich doch echt. Das kann ich doch gar nicht schaffen. Selbst wenn ich das mache, dann sieht es genau so aus. Okay. Dann machen wir mal keine... Eieiei. Also das Spiel ist eigentlich dafür vorgesehen, dass man es doch schnell durchspielt. So, jetzt bin ich mal gespannt, was, wenn ich einfach durchrushe. Habe ich wenigstens ein Sternfragment, das reicht mir erstmal. Aber ich versuche jetzt echt mal auf Zeit zu gehen, weil solche Spiele sind eigentlich genau dafür konzipiert. Ah, okay, ich denke mir schon, wieso zur Hölle ist hier so ein rotes Teil. Diese Spiele sind dafür konzipiert, dass man... Ei, stirbt. Nein, aber dass man wirklich schnell hier durchläuft. Und das mache ich jetzt auch mal. So, ihr seht. Ein bisschen Trick 17. Wow. Perfekt, durchgelaufen.
mit sogar nur unter 13 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht, aber ich sehe es ja irgendwann mal. So, zack, zack, zack. Ha! Am Ende war es echt noch ein bisschen tricky. Ich weiß, ihr seht das jetzt nicht, was ich gedrückt habe. Aber am Ende hätte ich dennoch das Falsche drücken können. Aber ich habe das Richtige gedrückt. So, ich muss da unten hin. Okay, check, check, check. Kein Problem. So, mittlerweile geht's ja. Ich muss gar nicht hoch. Ich glaube, ich muss mich echt abstoßen. Dann hier abstoßen, hier hoch und hier durch und dann da rein. Okay. Also es hilft auf jeden Fall, wenn ihr schon mal im Kopf plant, was ihr macht und was ihr drücken müsst. Weil sonst wird es, glaube ich, echt ein bisschen schwer. So, Level 20 auch schon gepackt. Schon mal gut. Level 21. Ihr merkt, die Fallen werden alle ein bisschen härter, aber... Wow! Das war keine Geduld. Also Geduld braucht man... Na, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich war einfach generell zu langsam. Das ist das Problem. Und jetzt? Okay. Kann zwar das Sternfragment holen, aber wie komme ich dann wieder back to reality? Ich muss halt, glaube ich, gutes Timing haben, dass ich es genau darüber schaffe. Und dann aber nochmal schaffe, dahin zu gehen. Zwar jetzt! So, und jetzt nochmal und jetzt nochmal und jetzt nochmal. Geschafft. Perfekto. 23, 54, neue Bestzeit und die Sternfragmente alle Gott sei Dank gesammelt, sodass wir später nicht nochmal hierher müssen. Hier muss man einfach nur auf den Winkel aufpassen. Sollte eigentlich möglich sein. Sollte, aber klappt nicht immer. So, langsam. Jetzt haben wir das hier und jetzt muss ich nur noch rot und ich bin durch. Perfekt. Manchmal kommt es mir echt so vor, als ob die Level, die später kommen, sogar leichter sind. Aber vielleicht auch nur Einbildung, keiner weiß. So, was haben wir hier Schönes? Wop. Wir haben hier den Tod. Und abgesehen vom Tod haben wir... Ich sag ja, je schneller man das macht, desto besser ist es eigentlich. Spiele sind wirklich dafür ausgelegt, dass man sie durchrushen kann. Beweis hier. Nein, warte. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch echt. Das ist echt so. Wenn ich jetzt Fullspeed durchrenne. Wenn ich Fullspeed durchrenne und noch die richtigen Knöpfe drücke, zur richtigen Zeit, dann kann man hier perfekto durchlaufen. Scheiße, falscher Kopf. Ihr habt's gesehen. Es geht tatsächlich. So, einfach zack. Und zack. Ach komm, da war ich eigentlich schon fast durch. Man muss dann auch logischerweise im richtigen Winkel springen, weil sonst... Nein, eigentlich wollte ich das schon haben. Komm schon. Mate. Ich hab's versucht. Ach komm, ey, das ist doch wieder nix. Boah, an der Kante stehen geblieben. Was hat man gern? Ah, und jetzt dahin, okay. Check. Okay, die Welt haben wir jetzt auch gepackt. 23, 27 gab's. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr viel Welten übrig. Ich glaube, das zerfällt. Alter Schwede, ehrlich. Okay. Ich weiß nicht, wie schnell das zerfällt, aber... Ich glaube, ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Okay. Die Knöpfe überlegen. Nein, das war zwar der richtige Knopf, aber... Es hat leider nicht gereicht. So, jetzt gehen wir nochmal schnell durch. Okay, überlegen, was man drückt. Und... der letzte Knopf, ne, der fehlt noch ein bisschen. Zack, 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 zack. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen warten. Weil irgendwie schaffe ich es zeitlich nicht, da durchzukommen. Nein, falscher Knopf. Komm schon, Konzentration, jetzt wirklich. So. Ja, ich warte kurz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe, deswegen habe ich auch nichts mehr gedrückt. Ich habe gedacht, ich sterbe sowieso. Nein, das war leider zu schnell gestorben. So. Also hier komme ich jetzt mittlerweile echt schnell und ich muss nach links. Das Spiel macht mich fertig. Man sieht es mir zwar noch nicht an, aber es macht mich fertig. Okay.
habe ich beim letzten Mal gesagt, in der vorletzten Runde bzw. vorletzten Level, je schneller man durchgeht, desto schneller stirbt man. Anscheinend nein. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier falsch gemacht habe. Ich muss hier noch ein bisschen warten, weil sonst... Ha! Geschafft! So, 24 gepackt. 25 kommt jetzt. Wo bin ich? Da bin ich, okay. Der schießt, okay. Kein Stress. Das war doch Stress. Aber ich muss dann echt schaffen, komplett da durchzufliegen und das ist ein bisschen heavy. So, wie mache ich das am besten? So nicht, aber es war gar nicht mal so verkehrt. Ach Gott, falscher Knopf. Das war nochmal falscher Knopf, okay. Na, die Konzentration lässt nach, ich merke schon, okay. Dann nochmal, komm. Vollste Konzentration, nein. Blau, rot, nein. Ich weiß nicht, wieso ich da nicht hinkomme. Ja, ich glaube, ich brauche einfach... Ich glaube, ich brauche ein bisschen besseren Winkel, aber... Gleich scheiße, falscher Knopf schon wieder. Ah, so blau. Komm schon, drück blau und... Nein, ich komme da nicht hin. So, letztes Mal versuche ich es und dann habe ich keinen Bock mehr. Ja, geschafft. Aber ich glaube, ich verrecke jetzt noch. Oh Gott, das darf ich nicht machen. Komm schon, streng dich an, Divi. Nein und ja. Ja. Komm mal langsam ins Schwitzen. Eieiei. Okay, Level 26, das vorletzte Level, glaube ich. Okay, wo muss ich hin? Rot abstoßen und zu blau. Und das war fast gut. Das war ganz schlecht. Das war auch schlecht. Ich muss eigentlich nur aufladen ein bisschen. Dann wird ja auch der Stoß stärker. Nur muss ich ja zur richtigen Zeit aufladen. Ne? Das ist halt easy Trick. Da. Na, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich hätte mir vielleicht die Map vorher erstmal anschauen sollen. Hier blau ist easy. Da muss ich eigentlich mal kurz stehen bleiben. Kurz nachdenken, was ich eigentlich machen kann oder soll. So. Okay, ich springe mit blau. Dann kommt nur noch rot. Ich glaube, ich kann mich nochmal mit rot sogar abstoßen, um nochmal zum roten zu kommen. Aber ich schaffe da oben nicht das Fragment zu holen. Keine Chance. Also das ist echt keine Chance. Nein, keine Chance. Das versuche ich gar nicht erst. Vielleicht nächste Folge, übernächste Folge, wenn ich ein bisschen besser geworden bin, dann kann ich hier nochmal hin. Also, last level. Endlich wurde aber auch Zeit. Schnell, gib mir Magderas Planetenfragmente. Dieser dämliche Asteroid ist mir egal. Die Fragmente gehören mir. Ich habe sie zwar gesammelt, aber... Schluss mit den Ausreden. Stimmt schon, was man über Roboter sagt. Was sagt man denn? Ihr seid alle Sturköpfe. Du gibst mir jetzt die Fragmente, so oder so. Ich tausche gegen den ganzen Schatz, sehr gerne, aber der läuft einfach vorbei, das ist ihm, glaube ich, egal. Ja. So, der kommt in sein Spider-Man-Maschine. Okay. Oh Gott! Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt laufen. Schon fast erschrocken. Okay. So, Boss-Level. Was mache ich jetzt? Oh, ich muss einfach schnell laufen. Lauf, kleiner Mann! Oh Gott, das war falsch. Okay, das heißt, ich habe einen Versuch unter Zeitdruck und muss die ganze Zeit wegrennen. Hopp, mach dein Ding und lauf um dein Leben. Oder um mein Leben, was auch immer. Ist mir eigentlich jetzt egal. Oh, was mache ich jetzt? Ja, nein. Alter Schwede, okay. Denk nach. Ja, gewonnen. Ich glaube, mein Gehirn, bis es überhaupt mitgekommen ist, die ganze Zeit links, rechts, rot, blau. Irgendwann habe ich, glaube ich, am Ende nur noch alles gedrückt und dann hat es schon geklappt. Okay, nächstes Level. Was haben wir denn jetzt? La, du bist in Sicherheit. Vielen Dank, MacBot. Ohne deine Hilfe hätten wir La niemals gerettet. Check. Du solltest bald aufbrechen. Du musst noch mehr Fragmente überall in der Galaxie einsammeln. Oder? Aha. Muss ich, glaube ich, echt machen. Jetzt gehen wir in unser Metroid-Flugzeug-Raumschiff. Mach dir um uns keine Sorgen, wir müssen auf diesem Planeten bleiben, bei unserem Volk. Alles wird gut. Okay. Mir eigentlich... Nicht ganz egal, aber dennoch egal.
Viel Glück, MacBot. Gerne, auf Wiedersehen. Tschüss. Einige Augenblicke später. Ich werde der Boss erwacht zum Leben. Nee, das ist der böse Asteroid. Der hat sogar ein Face. Piu. Nein. Tja, die letzten Worte waren, macht euch keine Sorgen um uns. Aber leider Gottes seid ihr jetzt Toto. Trümmer von Magdera freigeschaltet. Okay, das ist, also wie bei Celeste gibt es, also bei Celeste gab es wirklich eine normale Seite und eine B-Seite und sogar eine C-Seite. Auch hier gibt es, nachdem ich die normale Welt durchgespielt habe, gibt es nochmal Special Levels davon. Das nächste Level ist Mark Zero, aber das werden wir in der nächsten Folge spielen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn wir den kalten Planeten, so wie es ausschaut, betreten werden und natürlich die ganzen Levels plus Boss vernichten werden. Hoffentlich. Und hoffentlich in Bestzeit. Wir würden uns über ein Like, über Kommentare freuen. Spielt ihr das Spiel eigentlich auch oder schaut ihr nur zu? Und sagt mal Bescheid, ob ihr auch Celeste gespielt habt, weil es wäre schön, so einen Vergleich mal zu haben, weil man kann sich wirklich eins zu eins vergleichen, weil hier ist es ein bisschen wirklich komplexer, wobei das Timing bei Celeste schwieriger war. Egal, nichtsdestotrotz, lasst gerne ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!